Hallo, in heutigen Video zeige ich, wie man mit Pfaff Hobby 307 eine Knopfloch macht. Wir haben Knopflochfuß und dann haben wir Nähmaschine, ein Stück Stoff und wir setzen erstmal jetzt Nähfuß an die Nähmaschine. Jetzt treffen. So. Bei dieser Nähmaschine, es ist alles gezeichnet. So, 1, 2, 3, 4. Also es wird linke Seite genäht, dann obere Verschlossung, dann linke Seite und dann wieder unten. Und so wird die Knopfloch geschlossen. Dann müssen wir hier drehen, zwischen 1 und 0, man sieht, es ist auch orange gezeichnet, orange wie hier gezeichnet. Und jetzt müssen Sie versuchen, was ist die beste Einstellung? Eher zu 0 oder eher zu 1 oder dazwischen und so weiter. Man muss erstmal probieren und dann, wenn richtige Einstellung getroffen ist, dann kann man die Knopflochfuß nähen. Also, weil wir linke Seite machen, also es geht von unten nach oben. Also hier ist der leere Platz. Und Sie können sich jetzt hier gibt es rote Linie, Sie können sich hier eine auch zeichnen, von wo bis wo soll eure Knopfloch sein, wie lang. Sie können die Knopfloch zeichnen und dann erstmal anfangen, so dass die passt mit Länge vor die bestimmte Knopf, den Sie später brauchen. Gut, jetzt fangen wir langsam linke Seite und ich mache noch ein bisschen Beispiel und bis zur vorletzten rote Linie. Wenn ich da bin, dann ändere ich auf 2 und jetzt wird obere geschlossen. So 5-6 Mal, wenn die Nadel dann auf, also links, jetzt mache ich noch einmal, so auf die rechte Seite, dann machen wir hier rechts und jetzt wird nach unten genäht. Jetzt müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht mehr machen, alles normal, deswegen ist immer sehr gut, wenn man das gezeichnet hat. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wo das Schluss ist. So, und dann machen wir Nummer 4 und die wird geschlossen auf 5-6 Mal und eigentlich das ist unser Knopfloch. Es geht ganz einfach und diese ältere Nähmaschine, ehrlich gesagt, mag ich lieber bei Knopfloch als die manchmal neuere Computernähmaschine. Das sieht so aus. Eine Seite und die zweite Seite, wie man sieht, es ist richtig schön geworden. Es ist sehr einfach und ehrlich gesagt fast perfekt. Ich könnte hier Beispiel eine weniger machen, deswegen Sie können hier zählen. 5-mal, dann auch unten 5-mal oder 6 oder egal wie viel. Jetzt machen wir noch einmal. Also wir fangen von Nummer 1 von unten nach oben. So, jetzt mache ich ein bisschen kleinerer. So, dann machen wir Nummer 2. Dann machen wir Nummer 3. Jetzt wieder aufpassen. Ich bin, glaube ich, angekommen. So, und jetzt machen wir 4. So. Und unser Knopfloch ist fertig. Sehr schön, sehr einfach. Sie können diese Faden immer nach unten ziehen und dann unten richtig zusammen
machen und dann später wird das nicht so einfach kaputt gehen. Sehen Sie, eine Seite und zweite Seite, wie man Knopfloch mit Pfaff Hobby 307 macht. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.